Heute habe ich euch den Winter mitgebracht. Also in Form eines Outfits natürlich noch nicht draußen. Das wäre noch ein bisschen früh. Aber wir fangen schon mal an, ein klassisches Winteroutfit zu präsentieren, nämlich mit klassischen Farben. Wir haben Rot mit Schwarz kombiniert und das natürlich kräftig, das knallt kräftig. Das sind starke Kontraste. Und genau daraus besteht der Winter oder damit lebt der Winter. Damit kann er glänzen, damit kann er auffallen. Und ich zeige dir jetzt natürlich wieder ganz detailliert, was wir uns dabei gedacht haben. Als Hosenstoff haben wir einen alten Bekannten, der lange nicht mehr da war, auf die Puppe gebracht. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt schon mal auf der Puppe haben. Laura, kannst du dich daran erinnern? Schon lange her, letztes Jahr vielleicht. Letztes Jahr vielleicht. Also wir finden, es wird Zeit, dass wir euch den wieder zeigen. Das tun wir jetzt hier mit. Und zwar ist das Bianca Foil. Bianca Foil ist ein Stoff ähnlich wie Bengalin. Das heißt, du hast wirklich dieses stretchige Grundmaterial mit Hauptbestandteil Viskose. Aber der Unterschied besteht darin, dass wir hier eine gewachste oder eine wie gewachste Oberfläche haben. Ich bin jetzt mal leise, dann hörst du es und gehe mal mein Mikro ran. Ich glaube, man kann es ganz gut hören. Es raschelt ein wenig, aber es ist wirklich ein Stoff, ja, der diese leichte beschichtete Oberfläche hat. Die glänzt natürlich auch ein ganz bisschen und fühlt sich so etwas an wie foliert. Ich zeige dir den Stoff auch nochmal von innen, damit du es genau erkennen kannst. Also innen wirklich die angenehme Seite, wie auch beim Bengalin. Also das heißt, auf der Haut fühlt sich das alles gut an. Außen diese leicht gewachste Oberfläche. Der Stoff ist genauso wie der Bengalin quer zum Fadenlauf zuzuschneiden, weil die Elastizität hast du hier in der Breite. Also das heißt, wirklich alle Teile quer auflegen. Die 1,40 m Stoffbreite sind deine verfügbare Länge. Du misst einfach nur noch, wie viele Teile du oder welche Menge du brauchst, um alle deine Hosenteile nebeneinander legen zu können. Dann hat er halt eben diese beschichtete Oberfläche. Das heißt, beim Nähen solltest du eine sehr dünne Spitzennadel verwenden und gegebenenfalls die Stichlänge ganz bisschen erweitern, damit es nicht zu sehr perforiert. Aber dann funktioniert das super. Und ich sage mal als kleine Erinnerung: Es gibt in den Läden in der Konfektion ganz viele von diesen gewachsten Hosen. Schau dich da mal um. Also ich habe mir aktuell eine in Braun gekauft. Ja, gekauft, weil die Zeit und so überhaupt. Also es ist ein Stoff, der nach wie vor immer noch aktuell ist und auch schon einige Jahre war. Und du kennst bestimmt diese Hosen, also die fertigen Hosen. Die sind in der Regel immer sehr, sehr eng gearbeitet. Denn das sieht wirklich toll aus. Und dafür haben wir natürlich auch eine Schnittempfehlung für dich. Nämlich die Hose Hermine von Schnittmuster Berlin. Das ist eine ganz enge Hose, die man an den Knien mit Biesen arbeiten kann. Also so eingesetzte Biesenpatches sozusagen. Und das hat dann so ein richtig tolles Biker-Leggings-Outfit. Also ist das dann. Und das sieht in Kombination mit diesem Stoff wirklich richtig cool aus. Du könntest natürlich auch eine ganz glatte, eng anliegende Hose machen. Auch das funktioniert aus dem Stoff toll. Ein kleiner Vorteil des Stoffes ist übrigens, wenn du da mal drauf kleckerst, so Erdbeereis oder sowas, kannst du abwischen. Funktioniert. Also habe ich schon getestet auf meiner Hose. War das Erdbeereis? Ach, ist egal. Dazu kombiniert haben wir jetzt hier einen schönen Blusenstoff im Karo-Muster. Und zwar ist das eine sehr schöne, ja, etwas griffigere Ware. Und die ist halt eben rot. Du hast ein bisschen Jeansblau drin. Und der dunkelste Ton, der hier mit drin ist, ist halt eben schwarz. Passt perfekt zur Hose. Und klassischerweise könntest du dir da natürlich sehr, sehr schön so die Boyfriend-Bluse von Kibadu rausnähen. Dann hast du so eine typische Karo-Bluse, ein bisschen Oversize, so ein bisschen in diesem Holzfäller-Style. Ich glaube, ja, das kommt auch irgendwie nie aus der Mode. Das ist einfach immer so ein bisschen eine gemütliche Kleidung, so abends vorm Kaminfeuer, ist immer mein Bild dafür. Könntest du also sehr, sehr gut daraus machen. Und wenn du jetzt noch eine Jacke für das ganze Outfit brauchst, würde sich natürlich die Manela von Kibadu eignen, ein Blouson. Und du könntest halt eben diesen tollen Steppstoff dafür nehmen, zum Beispiel, und hättest damit wieder dieses rote, knallige aufgearbeitet. Und das zeige ich dir jetzt auch noch mal sehr, sehr, oh, ein bisschen detaillierter. Dieser Stoff hier ist von innen halt eben schon direkt gefüttert. Von außen hat er diese Lackoberfläche. Das heißt, auch der macht ein bisschen Geräusche. Ich muss mal eben hier rumgehen. Moment, ich komme mal rum, damit mein Mikro das jetzt zeigt. Und ich halte jetzt meinen Mund. So, jetzt kannst du, glaube ich, eine Vorstellung davon. Also das Knistern müsstest du in Kauf nehmen. Dafür hättest du dann eine richtig tolle, knallige rote Jacke mit dieser kleinen Rautensteppung. Wenn du sagst, Steppjacke toll, rot ist ein bisschen viel, habe ich natürlich auch was Schwarzes für dich. Und zwar haben wir natürlich auch noch diesen tollen Stepper
in diesem Längssteppung in Schwarz, auch eben glänzend, von innen auch direkt mit einem Futterstoff schon versehen. Und da könntest du natürlich auch super dir so eine Blousonjacke rausnehmen. Sehe auch klasse aus. Dann ist man zwar sehr dunkel gekleidet, aber für alle Farbverweigerer, so wie Laura hinter der Kamera. Nein, ich überzeuge Laura immer von Farbe, aber sie trägt heute nur schwarz. Also für alle Farbverweigerer, schwarz geht natürlich auch, passt perfekt zum Wintertyp. Und auch das würde funktionieren, halt eben für die Jacke Manela. So, und jetzt verweigere ich hier jegliche Aussage und bin einfach mal weg und wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, bis morgen.